Orbermann? Orbermann, die Vermarktungsfigur für Orba, das Maskottchen. Orbermann. Tralala, 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 lalala. So, ich bin ja jetzt wieder aus dem Kampf raus. Ja. Und ich hätte eigentlich schon längst mal ins Pokémon Center gemusst. Und ich wäre gerade fast wieder in Grün irgendwo lang gelaufen, wo ich nicht hätte lang laufen sollen. Du hast gerade irgendwas eingesteckt. Schattenglas, glaube ich. Oh, ein Visa-Knosp. Das ist ja schlecht. Boah, so, was soll Tornupto tun? Steht. Flammensturm soll es tun. Die Sprites der ersten Gen sind so seltsam teilweise. Ja. Vor allem der von Golbert. Oh ja, mit Zunge. Ja. Findet Übernahme. Hey, das passt ja. Du übernimmst gerade dieses Gebäude. Ja. Ja, währenddessen kämpfst du gerade fleißig bei Rot gegen die Trainer. Sind ja genug da. Ja, genau. Also wenn, dann will ich sie auch... Ich will ja auch ein bisschen trainieren, ne? Wie der Schneiderbaum in der Zeit, in der du gekämpft hast, wieder nachgewachsen ist. Was? Ja! Wie meinst du das? Oder müssen wir noch mal schauen nach dem Kampf, ich muss mal drauf achten. Oh fuck, jetzt habe ich ein Problem. Einer von den beiden muss jetzt in einen Kampf verwickelt werden. Am besten nicht beide gleichzeitig. So, jetzt machen wir das so. So, jetzt kann ich wieder mit dem anderen runter. Ja. Ist das krank. Oh Gott. Und dann muss ich mit dem halt wieder den Weg hoch. Oh nein. Du, Flor. Oh Gott, jetzt haben wir drei verschiedene Gegner mit drei verschiedenen... Also das passt, das passt, das passt. Und hier gehe ich jetzt einfach mal auf Flucht. So. Oh oh. Ah, gut. Gut, dass der in einen Kampf verwickelt wurde. Andererseits, wie gesagt, ich muss mal wieder in ein Pokémon-Center. So, Liftöffner erhalten. Der Baum ist wieder da. Siehst du, du bist gefangen. Oh nein. Das geht doch nicht. Schwimmer Petru. Nein. Schwimmer Petrus. Schwimmer Petru heißt er. So, noch ein Flammensturm. Ja, ich habe teilweise das Gefühl, die gucken sich einfach irgendein Telefonbuch aus irgendeinem Land an und nehmen dann Na, ich weiß ja zumindest, dass diese ganzen Namenssachen wirklich regionsabhängig anders sind. Falls dich das interessiert. Jo, so, Sarazenia. Was, Sarazza? Nein. Sarazenia? Tilo Sarazenia. Kennst du den noch? Ja. Der mit seinen bösen Thesen. Na, genau. Glurak Gift, warum nicht JPEG oder PNG? Was? Ja, was ist der GIF? GIF. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es GIF oder GIF ist. Ich habe auch mal. Da fällt mir sofort Gravity Falls ein. Oder hieß es Gravity Falls? Nein. Und zwar bei Gravity Falls, da gab es auch sowas hier, Giffany als Charakter. Mein Lieblingscharakter aus der Serie übrigens. Hab ich vorgeguckt. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das ist ja vergiftet. Ja, deswegen. Egal, das gewinnt trotzdem. Die anderen können nichts. Tangela Merkel. Tangela Merkel. Oh Mann, nein. Also Tilo Sarazenia und Tangela Merkel, okay. Das ist so eine Preisverlosung. Übrigens, machen. Wir haben gerade zwei Vergiftete und einen Paralysierten. Alter. Ernsthaft. Die Verbrennung schadet Giflor. Wenigstens ist auch noch einer verbrannt. Na, wenigstens ist noch mein Dingsen in Ordnung. Also, Preisausschreiben fürs beste Pokémon-Wortspiel. Was gibt's als Preis? Kann ich mitmachen? Groink, oh. Ja. Oh. Ich bin ein Mabel-Sweater. Ja, Mabel-Sweater sind cool. Oh Gott, das wird schlimm. Ich will da drum rum. Bitte dreh dich nicht. Oh. Was wow, der dreht dann einfach mal 6 Pokémon, dieser Petru. Und alles Tentachas. Das ist ein Witz, oder? Ja, Giftblick! So ein... Guck dir das an! Alle meine Pokémon haben was!
ist das? Ist jetzt wieder ausgleich. Zweimal vergiftet, zweimal paralysiert. Oh, und verwirrt ist mein Tonupto auch noch. Ist das jetzt? Das soll ein Scherz sein, oder? Ein ganz schlechter Scherz. So, erstmal muss ich jetzt leider in ein Pokémon-Center. Deswegen, wenn du jetzt dadurch Gift stirbst, dann darfst du nochmal den gesamten Weg rüber surfen. Nö, wieso? Es ist ja nur ein Pokémon. Und da ist ja nichts Schlimmes mehr. Ich hab gedacht, ja, stimmt bei manchen. Ja, genau, das ist richtig. So, jetzt erstmal hier Zerschneider. Hier ist es auch nicht so schlimm. Oh Gott. Wahrscheinlich hat die nur gerade Flashbacks bei mir, dass mal passiert ist. Oh. Oh, du bist schon Giftspitzen, Paralysiert, yay! Na, wenigstens kann Tornupto nicht mehr vergiftet werden. Pokémon, Griechen und Römer. Jetzt fangen wir damit wieder an, oder was? Ja. Oh Mann, was hatten wir da nochmal? Pokémon, Angst und Schrecken? Ja, genau, wir hatten... Hoffnung und Angst. Wäre doch was. So, noch einmal Pokémon heilen. Pokémon Freud und Leid hatten wir auch. Ja. Pokémon Siegmund und Pokémon Freud. Ja, könnte man jetzt jedes Duo nämlich nehmen, ja. Siegfried und Roy. Pokémon Siegfried und Pokémon Roy, genau. Oh, ich dachte auch gerade laut dran. Das legendäre Pokémon. Wer ist das? Der Tiger. Der weiße Tiger. Ja. Ja. Der weiße Tiger ist ein legendäres... Oh, das gibt's jetzt nicht, oder? Gibt ja diesen ist das überhaupt richtig Löwen, hier? Der weiße Löwe ist bei Sonne und... bei Sonne. Ja. Stimmt. So, hier ist immer noch ein Sandan, das noch nicht besiegt ist. Da ist ein Ten. Polnisches Glumanda, Klaufen. Was? Oh. Oh, nee. Pokémon Senf und Mario. Was ist mit Senf und Mario? Achso. Ich wäre ja für Ketchup und Senf oder ja, so. Ja, deswegen, das ist besser, finde ich. Was denn jetzt? Die versperren alle den Weg? Oh, dann muss ich... Pokémon Kuchen, Omi. Was? Ich weiß auch nicht, ich hab's nicht vorgelesen, weil ich nicht wusste, was das heißen soll. Oh Gott. Ah! Ich glaube, ich weiß nicht, was das heißt. Nein, doch, vielleicht weiß ich... Nein, ich weiß es nicht. Weiß ich's denn nur oder nicht? Ja, ich überlege auch fieberhaft. Und ich komme hier irgendwie gerade nicht weiter. Also ich muss aus Oliviana City raus. Nee, Moment, ich muss diesen Turm hoch. Oh, ich habe die Medizin gar nicht geholt, oder? Oh, nochmal zurück. Irgendwie geht mir Pokémon feucht und fröhlich durch den Kopf. Feucht und fröhlich, ja, das ist gut. Herr Revi, was hast du bisher verpasst? Nun, wir haben bestimmt 20 Minuten damit verschwendet, nach Stärke zu suchen. Und dann haben wir Hartwig besiegt bei Silber. Ja. Ja, Giovanni haben wir noch besiegt. Ja. Das sind so die wichtigsten Punkte. Moment, ich versuche jetzt mal erstmal meinen Tornupto irgendwie zu heilen mit irgendwas. Es wird doch wohl irgendwas geben wie einen Hyperheiler oder Top-Trank, okay. Gegengift, Beleber, Paraheiler. Was haben wir denn hier Schönes? Pokémon Knoblauch Source Edition, Pokémon Link and Ganon. Pokémon Uranium und Plutonium. Uran und Plutonium. Pokémon klingt gut. Zelda Platinum gibt's schon. Ja, Zelda und Peach Edition. So, ich nehme erstmal einen Supertrank auf Tornupto, damit das Viech mir nicht wegstirbt. Nicht krepieren. Nein, nein. Ja, aber was ich gerade sagen wollte, ich musste wahrscheinlich nochmal runter nach Dings City. Ich habe ja echt noch keinen Fliegen, oder? Gute Idee, ich hol mir Fliegen. Bei welcher Edition? Bei der Edition, wo ich gerade nah an Fliegen dran bin. Also quasi, ja, ich weiß schon. Ja, bei der da. Ja, ja. Genau. So, Zerschneider auf da, Surfer auf da, Surfer war nicht so eine gute Idee, Zerschneider ging so. Okay, jetzt bräuchte ich also auch, hoffentlich habe ich überall ein Flug-Pokémon, damit ich nämlich dann öfter mal fliegen kann. Das ist echt, oh. Fliegen ist wichtig. Das ist echt bar. Boah, das bar. Ist sowas von bar. Ich finde es auch schön, wie sie Markt mit MRKT abgekürzt haben. Das hätten wir jetzt auch gleich einen Markt hinschreiben können. Ja. Zerschneider von Mirapla. So. Oh, Lorbert, hi. Da ist ein Relaxo.
Ich glaube, ich werde mir keinen Relaxo fangen in dieser Edition. Sonst mache ich das immer, aber... Ja, Revi, wir machen wieder Pokémon-Editionen. Namen, das bietet sich bei Pokémon-Editionen... Mehr an als bei Shantae. Nicht wahr? Route 100... Route 41. Okay, Moment. Irgendwann müssen wir sie alles zusammenfassen, bei Shantae. Oh, ich müsste ja noch Items ablegen, verdammt. Pokémon Skyrim und Assassin's Creed. Oh. Was war TM2? Klingensturm, brauche ich nicht. Ja, das ist so... Nee, das ist ja eine Attacke, die man erst aufladen muss. Ja. Wer ist Team Bautz? Ich finde, Bautz ist auch das Schönste von den dreien, ja. Oh, ein Mantax! Ich will einen Mantax. Tornupto setzt der Schneider ein. Mantax ist davon nicht beeindruckt. Will ich einen Mantax? Ich will einen Mantax, oder? Ey, das ist ein Mantax. Ich habe sonst nie einen Mantax. So, habe ich jetzt auch Fliegen? Pokémon Körper und Geist, Pokémon Stein und Papier. Da fehlt aber... Ah, die Spezialisation ist Schere. Ah, jetzt habe ich Mantax besiegt. Och, Mann. Schere, Stein, Papier. So, Habitak versucht Fliegen zu erlernen. Kann aber nicht fliegen. Toll. Müssten wir aber Scheren, einen Stein und ein Papier-Pokémon haben. Dann können sich wieder die Leute aufregen, die sich immer beschweren, dass es Pokémon gibt, die nach Gegenständen aussehen. Ja. Was ist denn hier los? Oh, wo muss ich denn hier lang, damit ich durchkomme? In der einen Edition da. Ey! Schlüssel-Pokémon, voll unkreativ. Ja. So, mein Habitat kann jetzt fliegen, oder? Unsere Tüte sieht aus wie eine Mülltüte. Kann es jetzt fliegen? Ich guck mal. Okay, es kann fliegen, wie es aussieht. Gut. Hier nochmal runter. Oh, Mann. Ich bepflanze erstmal Sandan. Oder hab ich das schon? Ich weiß es nicht. Oh, und meine Skype... Mein Skype-Gespräch ist gerade weg. Oh, Pokémon Burger King. Und McDonald's. Finde ich beide gut. Ich würde beide Editionen nehmen. Moment, kann ich hier nicht fliehen? Doch, kann ich. Gut. Und schwupp. Da vorbeigeschlichen und jetzt hier runter und dann müssten wir ja eigentlich langsam mal am Hafen angekommen sein. Und da ist es! Oh, ich bin schon mal hier. Jetzt muss ich erstmal die Pokémon-Medizin holen, die hole ich mir. Wo ist die Pokémon-Medizin? Da ist die Apotheke. Gut, nehmen wir die erstmal. Medizin willst du von mir? Bla bla bla, wo drückt denn der Schuh? Ach so, es geht hier um das Pokémon vom Leuchtturm. Na klar. Diese Medizin sollte genau das sein, was du haben willst. Okay. So, da bin ich wieder. Yay! Du bist gerade live in den Genuss eines 30 Sekunden Router Resets gekommen. Das passiert gegen 20 Uhr manchmal bei mir. So, so. Übrigens, ich habe gerade die Medizin geholt. Aber in einer anderen Edition. Ja, ich bin rausgeflogen. Voll schlimm, ich weiß. Rausgeflogen? Aber ich unprofessioneller. Oh weia, was ist das denn? Nee, das Ding ist, ich kenne das schon, deswegen habe ich es nicht extra gesagt, weil ich wusste, ich komme eh wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich müsste dann wieder das Bild kurz kriegen, bitte. Das Bild bitte, ja. Ja, bitte ein Bild. Bitte ein Bild. Oh, oh. Du machst deinem Vorgänger eigentlich ziemlich gut Konkurrenz damit. Inwiefern? Ach so, weil... Mit solchen Wortwitzen, die wunderbar sind. Wer war denn mein Vorgänger? Ach so, hier, du meinst... Fuxi. Firefox. Ah. Oh, es ist immer noch paralysiert, ich fass es nicht. So, ich muss mal schnell wieder in das Mumme rein. So, jetzt. Zerschneider. Oh, jetzt geht's auch noch daneben. Pokémon Jobs sind laut Arbeitsamt. ALG 1 und ALG 2. Oh, jetzt ist Bisaflor paralysiert. Ich glaube, das Ding geht noch drauf. Oh oh. Schlitzer, Volltreffer. Ich brauche einen Egelsamen. Nein! Ja, Moment. Was passiert hier alles? So, schauen wir doch mal. Ah, der nächste Kampf.
Pokémon Or und Pokémon Bar, hatten wir das schon? Ich glaube schon, aber ja, wenn ich es jetzt noch wüsste, ja, ich glaube schon. Ja, ich auch. Oh, Attacke von Visaflor geht schon wieder daneben. Es wird definitiv noch besiegt, wie es aussieht hier.